Da bin ich wieder. Das heutige Brot, ein Dinkel-Vollkornbrot. Oder besser gesagt sogar ein Dinkel-Einkorn-Vollkornbrot. Das nenne ich keine Ausreden. Das ist ein keine Ausreden-Brot, weil es gibt keine Ausreden, dieses Brot nicht selbst zu machen. Die Herstellung ist super einfach. Es dauert gerade einmal 10 Minuten, um das Ganze zusammenzurühren und dann noch 1,5 Stunden im Backrohr und man hat ein wunderbar schmeckendes Vollkornbrot. In diesem Brot ist Einkorn-Vollkornmehl, es ist Dinkel-Vollkornmehl, es sind ganze Körner drin. Das Rezept stammt übrigens von der Großmutter eines Freundes von mir und der hat es mir vor einigen Jahren mitgeteilt, ich glaube es sind ja 5-6 Jahre her, und seitdem mache ich dieses Brot 2-3 Mal im Monat. Das ist so richtig das Basisbrot bei uns zu Hause. Natürlich muss der Koch sich versichern, dass die Kürbiskerne gut sind und der Hämmer ein paar versuchen. Good night.